Hallo, Konfuzeier, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer Folge vom realen Irrsinn. Und wie sollte es anders sein? Es ist ein Vorschlag. Und ratet mal von wem? Klar, von unserem Schildi 1. Er hat mir unter eins der letzten Videos wieder eine riesen Liste reingehauen. Die habe ich aber vorletzte Woche zu spät gesehen. Deswegen, letzte Woche habe ich ja nicht gestreamt, weil da ging es mir überhaupt nicht gut. Ganz ehrlich. Und deswegen, ja, haben wir jetzt heute eine Folge. Und zwar, die Folge heißt Nicht begehbare Promenade in Duisburg. Das ist die oberste Folge, die er mir vorgeschlagen hat. Die zweite Folge, ich habe danach noch eine, die kommt, seht ihr dann auch hier auf dem YouTube-Kanal dann später. Ist nicht gleich die nächste, sondern da bin ich bei der Runde gegangen, weil ich den Titel interessant fand. Genau, so. Aber wir schauen uns jetzt zusammen mal an, was es mit der nicht begehbaren Promenade in Duisburg auf sich hat. Duisburg kenne ich, bin ich schon durchgefahren. Damals in der Anfangszeit mit meinem Mann, also als ich meinen Mann kennengelernt habe. Denn der hat da in der Nähe gewohnt. Da bin ich so 2, 3, 4, 5 Mal durchgefahren. Nie ausgestiegen, nur durchgefahren. Obwohl, doch, ich glaube, einmal bin ich ausgestiegen. Weiß ich aber nicht, das sag, glaube ich, aber ganz am Anfang. Ansonsten bin ich, glaube ich, immer bis nach Köln gefahren und bin in Köln umgestiegen. Oder in Dörthod? Weiß ich gar nicht. Also, es ist schon zu lange her. Das ist für mich nicht wichtig, weil für mich ist wichtig, er ist hier. Ich habe ihn greifbar. Gut, also schauen wir uns mal zusammen an, was es damit auf sich hat. Viel Spaß euch. Der Duisburger Innenhafen, moderne Architektur, trifft hier auf maritimes Flair. Das kommt an bei der Bevölkerung. Eins muss ich sagen, also wir haben hier in Frankfurt ja auch einen Hafen, einen Osthafen, einen Westhafen. Und im Osthafen sieht es fast genauso aus, also nicht fast genauso so, aber wir haben da auch altes Dinge, die man sehen kann und die richtig schön sind. Da fällt mir übrigens wieder ein, da wollte ich unbedingt mal mit meiner Kamera hin und die Sachen fotografieren. Lieber Mann, wir müssen in den Osterferien jetzt mal da gucken, dass wir das hinkriegen. Und da sind auch viele neue Gebäude, weil hinten dran wird viel, viel umgebaut. Hier in Frankfurt wird momentan viel, viel Altes abgerissen. So Bürogebäude und so. Und dann entstehen da neue Wohnhäuser oder neue Bürogebäude. Aber halt modernerer Art. Ja, manchmal finde ich das schön, manchmal nicht. Hier ist ja eigentlich die wunderschönste Stelle von Duisburg. Würde ich mal so annehmen, ne? Man kann hier herrlich spazieren gehen. Weil es hier noch wunderschöner werden sollte, hat die Stadt 2008 diese monumentale Treppenanlage gebaut. Solche Treppenanlagen oder so ähnliche Treppenanlagen haben wir in Frankfurt auch, aber die sind nicht neu, sondern die sind alt. Die sind schon damals in die Kaimauern eingebaut worden, und zwar am Main. Da kann man richtig schön runtergehen. Meistens sind sie da gelegen, wo dann hinten dran entweder noch Ruderclubs sind oder Ruderclubs waren. Damit die mit ihren Schiffen natürlich runterkommen können, klar. Genau, so was hat man mal geschrieben? Das war Duisburg. Der Zug durch Köln hatte technische Probleme, da warst du... Mein lieber Mann, du weißt doch. Wenn bei mir etwas nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle... Ja, oder etwas anders abläuft als geplant, dann bin ich ein Duracell-Häschen. Das bin ich schon immer gewesen. Was das Lustige ist, jetzt bei meiner Schule, gestern meinte so Adriano, das ist ein Klassenkamerad von mir, zu mir, du musst mal viel ruhiger werden, Josie. Werd mal ein bisschen ruhiger. Das ist ein großes Problem bei dir. Nö, kann ich nicht. Das bin ich. So muss ich sein. So will ich auch sein. Manchmal nervt es mich auch, gebe ich zu, ja, aber ich bin einfach so. Und wer mich so nicht nimmt, der soll es bleiben lassen, ganz einfach. Die sogenannte Stufenpromenade. Dieses Meisterwerk des Städtebaus hat nur 11,8 Millionen Euro gekostet. Wow, 11,8 Millionen Euro. So, wir wissen ja den Titel, nicht begehbare Promenade in Duisburg. So 11,8 Millionen hat das ganze Ding gekostet. Und ich bin jetzt mal gespannt, garantiert ist das so gefährlich, dass da keiner drauf geht, freiwillig. Also ich sehe, die Treppenstufen sind tricky. Oder die haben die Absperrung, die oben rumläuft, so dämlich gesetzt, dass keiner drankommt.
Für diese schlanke Summe wird von Baubeginn an ordentlich was geboten. Mit einem Richtfest ist am Nachmittag der fortgeschrittene Bau der Stufenpromenade im Duisburger Innenhafen gefeiert worden. Ja, sieht gut aus. Ja, ja, ja. Viele mit Kameras. Hey, da hat einer eine das dürfte eine Kenne sein. Genau. Die da unten, die Dame hat eine Nikon. Ja, das sehe ich an der Form vom Buddy. Der Kamera natürlich, bevor jemand falsche Gedanken hat. Aber ja, ist doch gut. Also da dürften alle drauf. Interessant ist, dass nur einer einen Helm trägt. Die Stufenpromenade soll Ende des Jahres fertig sein. Gut, das hat nicht so ganz geklappt. Ah, die typische Bauverzögerung. Wer hat das günstigste Angebot genommen und wunderte sich dann, warum das Angebot dreimal so teuer war und viermal so lange gedauert hat? Ein schönes Beispiel für solch einen Bauschrott ist... Na, wer weiß es? Wer weiß es? Wer weiß es? Klar, der BER, der Berliner Flughafen. Also bis Ende 2008. Auch nicht bis Ende 2009 oder 2010, 2011, 12, 13, 14. Im Grunde ist die Promenade heute immer noch nicht ganz fertig. Ah! Deswegen darf man da nicht drauf, weil das noch eine Baustelle ist. Okay. Also, ich hätte jetzt ja gesagt, wenn es 2020 gewesen wäre, okay, gut, Corona kam ins Gehege, aber 2008 bis 11 immer noch nicht fertig. Was für eine komische Baufirma habt ihr da beauftragt? Weil so langsam sind nicht mal die im europäischen Ausland wohnenden Baufirmen. Und deshalb gesperrt. Ist halt ein grauer Klotz, der da rumliegt, rumgammelt. Schon immer irgendwie. Ja, obwohl, also ein bisschen was hat er, aber man sollte ihn vielleicht endlich mal fertig bauen. Das sind solche Bauprojekte. Wir hatten es gerade die Tage auch mit Bauprojekten in der Schule. Also so in der Pause haben wir uns darüber unterhalten. Wie lange immer in Deutschland sowas dauert. In China haben sie innerhalb von einer Woche ein ganzes Krankenhaus hochgezogen. Gut, es gab dann auch trotzdem viele Tote dort. Aber hallo, schauen wir uns mal viele marode Straßen in Deutschland an. Bei uns dauert es alleine 4 Jahre, bis bei der maroden Straße die Genehmigung gegeben wird, sie auszubessern. In Japan wird innerhalb von einer Woche die Straße neu gemacht. Und da muss keine Beantragung sein, da muss man nur sagen, hier, da ist ein Loch, macht mal zu, wupp, ist die Straße neu gemacht. Und zwar einheitlich. Und die machen das schnell und gut, nicht so wie hier. Ja, ja, Deutschland muss wieder viel lernen. Wir sind mittlerweile wirklich schon langsam Entwicklungsland. Dabei gab es einmal große Pläne für das Projekt Eurogate. Das sieht gut aus. Das Gebäude hinter der Treppe sollte mal so aussehen. Wow. Nur leider ist der Investor abgesprungen, aber die Stufenpromenade wurde trotzdem gebaut. Wenn auch nicht so ganz zu Ende. Ein schönes Beispiel für ein Bauprojekt, was auch sehr, sehr hübsch aussieht, zumindest von außen, ist das chinesische Hotel an der ehemaligen Rennbahn, jetzt am DFB-Trainingsgelände. Sieht von außen echt geil aus. Von innen ist das eine reine Ruine. So, Deutschland, Deutschland kann eins perfekt in jeglicher Hinsicht: Bürokratie. Und der Witz ist, nicht nur, dass unsere Bundeskanzlerin oder ehemalige Bundeskanzlerin, so rum muss man das ja sagen, festgestellt hat, dass das Internet ja Neuland für Deutschland ist. 90% der Deutschen hatten das Internet schon in den 90ern. Sie hat es 2014 immer noch nicht kennengelernt. Ist es so, dass unsere Bundesbehörde für den Ausbau von Kommunikation und digitalem Ausbau, ja, stellt euch vor, die suchen was ganz toll Digitales. Ein Faxanbieter. Weil die täglich zwischen 3.000 und 4.000 Faxe verschicken, haben die schon mal was von E-Mails gehört. Dafür gibt's laut Stadt aber einen guten Grund.
Der Endausbau der Promenade ist noch nicht vollständig erfolgt, da die Promenade und das Projekt Eurogate möglichst aufeinander abgestimmt werden sollten. Damit soll eine insgesamt großzügigere Wirkung erreicht werden. Großzügig, damit kennt man sich in Duisburg. Ja, das ist sehr großzügig. Hat man auch ein Datum festgesetzt, an wann das denn ungefähr mal passieren sollte? Weil ich finde das traurig, ganz traurig. Wahrscheinlich sind mittlerweile 5 oder 6 neue Bürgermeister da hingekommen. Nein, natürlich, ganz so viele sind es dann doch nicht. Aber die im Rathaus haben sie garantiert ganz viel gewechselt. Und ja, mittlerweile ist das Ding so in der Versenkung verschwunden, dass nur die Leute, die da rumlaufen, das noch kennen. Und von der Stadt kein Mensch mehr weiß, dass da überhaupt noch irgendwas ist, was gemacht werden müsste. Baut doch das Ding einfach fertig. Lasst die Natur dahinter toll. Baut sie vielleicht noch ein bisschen parkmäßig aus, ohne zu viel der Natur zu zerstören, natürlich, wohlgemerkt. Ja, macht auf der Rückseite noch ein paar Treppen nach unten und alles ist schön. Warum muss da unbedingt ein Gebäude hin? Muss doch gar nicht sein. Duisburg aus, vor allem beim Einsatz von Steuergeld. Die Tatsache, dass man die Stufenpromenade jetzt schon hat, das lag einfach daran, dass sonst Fördermittel verfallen wären. Land und EU haben nämlich kräftig zugeschossen. Ja, das ist immer klar. Man hat keinen Plan und von dem eine ganze Menge und man hat aber Geld und das muss unbedingt benutzt werden und das ist ja immer auch entsprechend gebunden an das Projekt, wo man es für beantragt hat, deswegen kann man das nicht für was anderes verwenden oder sagen, nee, wir brauchen das jetzt erstmal nicht mehr, gibt das woanders hin, wo es dringender gebraucht wird. Nein, sowas muss dann gemacht werden. Völlig undurchdacht, völlig irrsinnig und ja, da könnte ich schon wieder in die Tischplatte beißen. Nicht dafür, dass hier Leute auf der Promenade laufen, so geht's ja nun nicht. Die wird doch auch so schon genug in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt oh ja. Hab ich noch gerade gedacht, wieso ist das jetzt alles so schwarz da geworden, ne? Schimmelig, ne? Und auch die Vogelscheiße von den Kormoran. Ja, die Vögel interessiert nicht, ob da steht Baustelle betreten verboten. Die kommen ja von oben. Und abgesehen davon, sie können nicht lesen. Höfen, genau. Ja, das findet die Stadt gar nicht zum Lachen. Da das Bauwerk zwingend gegen Witterungseinflüsse geschützt werden muss, ist nunmehr die Promenadenplatte sach- und fachgerecht abzudichten. Diese Maßnahmen sind mit 500.000 Euro kalkuliert. Ja, noch mehr Steuergelder. Ja, wir haben's ja. Und die Leute, die sie brauchen könnten, wie die Rentner zum Beispiel oder die Kinder. Nein, die kriegen das nicht, weil das ist ja Unsinn, weil dann für so einen Blödsinn muss das Geld rausgehauen werden. Mein lieber Mann, langsam habe ich das Gefühl, ich sollte doch zusehen, dass ich in die Politik gehe. Dein Vorschlag von gestern wird immer interessanter. Nochmal eine 500.000. Klingt ja fast nach einem Treppenwitz. Ja, das ist ein Witz. Ein ganz schlechter Witz. Aber, lieber Schildi, geile Sendung. Geile Folge. Echt geil. Ja. Ach, ist das wieder schön. Sowas gibt es echt nur in Deutschland. Kein anderes Land der Welt würde so ein Blödsinn... Okay, gut, das kann man jetzt auch wieder nicht sagen, aber... solchen Blödsinn, ja, das ist typisch deutsch. Mann, Leute. Liebe Mitarbeitenden in Behörden, Rathäusern, Regierungen und so weiter, denkt doch mal ein bisschen nach, bevor ihr irgendwelche Dinge wie sowas macht. Das Geld sitzt heute nicht mehr so locker, auch beim Staat nicht. Und das sollte man irgendwo auch mal bedenken. Gut, ich weiß, diese Folge ist von, ich glaube, 2008 oder 2011. Also die ist schon ein paar Jährchen alt. Aber trotzdem, nee, das muss nicht sein. Das ist absoluter Unsinn. Aber es ist ja Sinn. Aber wir machen das natürlich wie immer. Ich gebe dieser Folge ein Däumchen nach oben. Habt ihr gesehen, so. Und wenn ihr das machen wollt, dann... gibt das einen ganz einfachen Weg dahin. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zum Originalvideo. Da könnt ihr hinspringen. Könnt euch das auch mal ohne meine Kommentare nochmal anschauen. Und ein Like da lassen und ein Abo. Wohl hier, da habe ich den Kanal schon, deswegen muss ich das nicht mehr machen. Aber jetzt kommt das große Aber. Bevor ihr darüber springt,
bleibt doch kurz noch hier. Gebt meinem Kanal vielleicht auch ein Däumchen nach oben. Viele von euch machen das nämlich nicht und gucken trotzdem regelmäßig meine Videos, was ich ganz toll finde. Aber wenn ihr noch ein Däumchen da lassen würdet, was euch nicht wehtut, hilft mir das aber. Und was auch noch ist, die viele von denen, die regelmäßig kommen, sind gar keine Abonnenten. Abonniert doch. Tut auch nicht weh. Macht schön, lässt einen besser schlafen und freut den Kanalmacher. Oder die Kanalmacherin in diesem Fall. Genau. Also, wäre schön. Glocke müsst ihr nicht unbedingt aktivieren, wenn ihr nicht wollt. Aber wäre natürlich auch schön, dann verpasst ihr wenigstens nichts mehr. Und wenn ihr Anregungen, Kritik, Hinweise, Tipps habt, was man mal reacten könnte, dann könnt ihr das unten in die Kommentare packen. Das war's aber jetzt für diese Folge. Aber wenn ihr auf Twitch seid, nicht wegrennen. Da kommt gleich noch eine Folge. Und wenn ihr auf YouTube guckt, dann schaut doch mal in meine Liste. Da sind noch mehr Videos dieser Art. Viele auch von Schildi vorgeschlagen. Und ja, für dieses Video jetzt sage ich euch Tschüss, eure Josie.